teaching math. So schnell geht's. Nach ungefähr 5 Stunden Zugfahrt ist es endlich soweit, wir sind in Kiel angekommen. Vom Bahnhof aus ging es dann Richtung Hafen, wo unser Kreuzfahrtschiff wartet. Und nein, das ist nicht das Kreuzfahrtschiff hier, sondern wir mussten noch circa eine halbe Stunde mit unserem ganzen Gepäck laufen. Und dann sind wir angekommen, und zwar bei der Costa Firenze, unser Kreuzfahrtschiff für die nächsten 8 Tage nach Norwegen. Bis wir dann überhaupt auf das Schiff drauf konnten, ist auch noch mal ein kleines bisschen Zeit vergangen, denn wir mussten noch durch den Check-in. Koffer konnten wir zum Glück schon vorher abgeben, also die mussten wir jetzt nicht die ganze Zeit mit uns mitnehmen. Und nach längerem Warten haben wir es endlich geschafft und konnten das Schiff betreten. Wo ist das schon noch nie war? Wir sind schon einmal Kunden im Costa-Schiff hier. Es gibt hier einfach mal eine Spielothek. Und da kommen halt so richtige krasse GTA-Vibes hoch. Also wie zum Beispiel hier gibt es einfach mal eine Slot-Maschine. Wie in GTA und allgemein das ganze Casino, übelst heftig. So, im Zimmer angekommen. Erstmal Balkon auschecken. Alter Scheiße. Wow. Das ist ja geil. Oh mein Gott. Nun gab es auch schon Abendessen. Hierbei muss ich aber sagen, dass ich da jetzt im Großen und Ganzen nicht allzu viel gefilmt habe. Aber hier sieht man halt circa, wo wir saßen und was wir gegessen haben. Und ja, das sieht jetzt ein kleines bisschen wenig aus von den Beilagen her. Aber das hat damit zu tun, dass es dort Gänge-Menüs gibt. Und ja, das hat mir nicht so richtig gefallen. Aber mehr dazu sage ich auf jeden Fall im Fazit. Lecker war das Essen dennoch. Und dann sind wir einfach mal noch ein kleines bisschen das Schiff erkunden gegangen und waren ganz oben auf dem Deck. Zu dem Zeitpunkt ist es natürlich schon kälter geworden und das vor allem natürlich auch wegen dem kalten Wind. Jedenfalls gibt es hier ein Außenbad mit 2 Whirlpools und einer Minibar. Ein Hallenbad haben wir auch noch gefunden, sowie einen Fußballplatz und natürlich auch noch Rutschen. Diese, ja, konnte man aber aktuell sowieso nicht benutzen. So, nächster Tag. So sieht's aus. Ja, nicht so lange geschlafen leider. Aber jetzt ist es wieder hell. Wir haben gestern Abend noch ein bisschen das Schiff erkundet. Ich weiß gar nicht, wie stark man mich überhaupt hört. Aber auf jeden Fall, ein bisschen Wind ist da. Aber es ist echt schön, hier rauszuschauen. Naja, und heute geht es erstmal nach Kopenhagen, also noch nicht in Norwegen. Und ja, da werden wir heute auch noch mal ein paar Sachen angucken. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden mal schauen, wie ich euch da mitnehmen kann. Ja, kriegen wir hin. Aber es ist schon echt, hat irgendwas. Es hat auf jeden Fall irgendwas Beruhigendes. Kann man sich einfach mal so ein bisschen hier auf dem Balkon chillen, sozusagen. Hat schon was. Und vor allem, wenn man allein schon nochmal das da drüben sieht. Einfach mal dieses Land da. Das hat schon echt was. Richtig nice. Na gut. Aber jetzt gibt's erstmal Frühstück.
Und diese Aussicht hatten wir beim Frühstück, also das war wirklich sehr, sehr schön. Und in der Zeit sind wir schon so langsam in Kopenhagen angekommen. Wow! So, mittlerweile hier in Kopenhagen angekommen. So sieht's aus. Oh Leute, Digga, voll überbelichtet. Wow, wie krass das hier aussieht. Und vor allem hier drüben noch ein MSC-Kreuzfahrtschiff. Wow. Das ist heftig. Also ohne den Wind wow. Bin ich echt entspannter. Stimmt, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Wind hier. Dann ging es auch schon los Richtung Innenstadt. Bei Kopenhagen hatte ich jetzt nicht wirklich viel gefilmt, deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal anhand ein paar Fotos. Mit dem Bus ein bisschen weitergefahren sind wir dann hier auch nochmal an einem Hafen angekommen und dort war tatsächlich sogar ein Militärschiff zu sehen. Dann ging es weiter, es war auf jeden Fall sehr, sehr heiß schon zu dem Zeitpunkt und dann sind wir am Schloss Amalienburg angekommen. Dort hatte ich just davon auch einfach mal einen Speedtest gemacht und wie man sehen kann, das ist schon echt stabil. Also mit der Geschwindigkeit ein Spiel runterladen, das geht auf jeden Fall richtig schnell. Und dann ging es noch ein kleines bisschen durch die Stadt und dann gab es auch noch was richtig Leckeres zum Essen. So, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, wir machen wieder Urlaub. Kurz vorneweg, letztes Jahr waren wir ja in Kroatien im Urlaub und dieses Jahr wird es eine oder ist es eine Kreuzfahrtschiffreise nach Norwegen? Ja, wir sind jetzt hier auf der Costa Firenze unterwegs, fahren jetzt gerade eben, das würde man jetzt hier rein theoretisch im Fernseher sehen. Genau, hier sieht man jetzt, wir sind jetzt schon bei Stangenwanger vorbei und wir sind jetzt auf dem Weg nach Geiranger. Wir haben heute praktisch einen Seetag und ja, morgen sind wir dann auch in Geiranger, da geht es dann auch direkt los. Und wir machen jetzt erstmal noch so eine kleine Roomtour. Ich möchte einfach noch ein bisschen zeigen, wie das ganze Zimmer hier auf dem Schiff aussieht. Ja, wir fangen einfach mal hier vorne an. Also wir haben jetzt hier halt ja, klassisch ein paar Schränke. Da ist jetzt eigentlich nicht so viel drin, nicht so viel Stuff. Ja, ist eigentlich jetzt nicht groß zu sagen. Was man natürlich sagen kann ist, hier gibt es einen kleinen Safe. Der ist auch noch mit da drin. Ja, es ist aber auch jetzt nichts Krasses. Es sind halt jetzt ein paar Sachen drin. Wir haben jetzt auch noch hier unsere Koffer. Die ja, sind auch noch nicht ausgeräumt, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich ein paar Sachen mit drinnen lassen, die wir jetzt nicht so groß brauchen und so weiter und so fort. Man kennt ja vielleicht die Sache mit den Koffern, wenn man jetzt im Urlaub ist. Ja, dann haben wir hier ja, noch das Bad. Ist ein kleines, schnuckliges Bad. Eine kleine Dusche hat man hier auch noch. Und ja, kleines Waschbecken. Also ein sehr kleines, aber feines Bad. Das reicht auf jeden Fall komplett aus. Und das Lustige ist, ich kann mal kurz hier die Toilette zünden. Das ist nämlich lustig. Ja, ist auf jeden Fall eine übelst lustige Sache. Das muss ja wahrscheinlich so abgezogen werden. Wie auch immer. Genau, dann hier. Hier ist so ein bisschen der Schreibtisch, würde ich gerade sagen. Also so ein kleiner Abstelltisch. Hier steht jetzt gerade mein Laptop. Kommen wir auch noch weiter hier hinter. Was man auf jeden Fall auch noch zu dem Fernseher sagen kann, ist, dass es irgendwie nicht möglich ist, hier irgendwie die Quellen zu ändern, also dass man jetzt zum Beispiel mal irgendwas anderes auswählen möchte. Ich habe eben den Chromecast mit und den habe ich schon auch versucht anzustecken, aber ja, da man eben die Quelle nicht ändern kann, kann man eben auch nicht den Chromecast ansteuern und ja, das ist eben nur mal so, kann man jetzt nichts anderes machen und ja, kann man eben auch nicht benutzen. Man ist halt hier beschränkt auf das Programm, was es hier von Costa gibt und halt ein paar Sender sozusagen. Ja, und hier ist unser Riesenbett. Ja, ist eigentlich auch nichts Besonderes, ist halt nur ein Riesenbett. Auf der Seite haben wir jetzt noch einen schönen Balkon und man kann vielleicht auch schon ein kleines bisschen die Aussicht sehen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal raus. Und hier, da sind wir draußen. Ja, so ist die Aussicht hier draußen, wenn man halt auf dem Meer ist, auf dem Atlantik. Und ja, sieht auf jeden Fall, es hat schon irgendwas, es ist irgendwie schon was Gemütliches, wenn man hier so ein bisschen die Wellen hat oder da scheint schimmert die Sonne so hier unten so lang. Das ist schon echt cool, oder? Wie findest du es? Ich finde es sehr cool. Also der Ausblick, der ist schon richtig geil. Und das Coole ist ja tatsächlich auch,
wie ich ja schon eben erzählt habe, wir sind ja morgenfrüh dann um 6 Uhr circa, kommen hier in Geiranger an und da kann man auch schon die ganzen großen Berge und so weiter und so fort sehen. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird und versuche auch auf jeden Fall euch mal mitzunehmen. Und ich bin auf jeden Fall allgemein mal sehr, sehr gespannt, wie Norwegen aussieht. Wir waren ja gestern noch in Kopenhagen, haben uns das Ganze noch ein bisschen angeguckt. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Du auch? Ja, aber sowas von. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Und es geht dann halt eben ja bei Geiranger. Wo kommen wir danach vorbei? Hellesylt. Ja, genau. Geiranger, Hellesylt und dann noch bei Maloje. Maloje ist das, glaube ich. Also circa so Mitte Norwegen sind wir. Trondheim und so weiter. So weit hoch kommen wir nicht. Aber ich bin auf jeden Fall trotzdem mal gespannt und freue mich mega. Muss ich eigentlich mal aufnehmen hier? 1, 2, 3, 10. Das hat er ja noch nie gesagt. Du musst dann nur auf die Fuß kleben. Ich geh rein. So, jetzt gibt's Pizza. Und mit einem richtig krassen Ausblick. Ja, nach dem Essen waren wir dann noch ein wenig das Schiff erkunden und dann ging es zur Spitze des Schiffes. Merkst du diese Wärme hier? Ja. Das ist diese Waschmaschinenwärme. Schön. Oh, hallo. Ja, wo waren wir denn vorhin? Da oben, oder? Nee, noch mal da oben. Stimmt, das kann sein. Ja, das kann sein. Hier ist bitter. Ja. Ja? Geht's noch höher? Ja. Nice, noch höher. Krass. Ja, das ist ja noch besser. Hier oben ist dann Kommandozentrale. Das ist schon echt cool. Hier, ne? Was haben wir denn hier hinten noch? Unten drunter waren, genau, hier auch die Balkone gehen hier los, so wie es aussieht. Ah. Schön. So, wir sind jetzt langsam angekommen. So sieht es jetzt schon aus. Ist schon sehr interessant. Die Stadt so ein bisschen da hinten. Hier die ganzen Berge und dieser Nebel da vorne. Das ist schon echt schön. So, wir gehen jetzt zur Zugspitze mal vor und schauen uns dann gleich an, wie das Schiff praktisch jetzt hier in das Gebirge sozusagen reinfährt.